Thema. In jedem dritten deutschen Haushalt gibt es bereits eine Schmalfilm- oder Videokamera. Hauptdarsteller sind meistens Familienmitglieder oder Bekannte. Bevorzugte Drehorte, der heimische Garten oder der Urlaubsstrand. Aber es gibt auch Filmamateure, die den Ehrgeiz haben, Reportagen und Dokumentationen, Trick- und sogar Spielfilme zu machen. Insgesamt 3000 Beiträge reichten sie zu Wettbewerben auf Regional- und Landesebene ein. Die besten 60 davon werden in St. Ingbert gezeigt. Oscars wurden nicht verteilt und die Groupies fehlten auch. Aber sonst herrschte bei den deutschen Amateurfilmfestspielen schon Festivalstimmung vor. Schließlich sind sie die höchste Wettbewerbsstufe, die ein Hobbyfilmer mit seinem Werk dort erreichen kann. Auch beim Platzkonzert zur Eröffnung der Festspiele blieb kaum eine Kamera in der Tasche. Rund 8000 Amateure gibt es in Deutschland. Ungefähr 500 halten sich seit gestern in St. Ingbert auf, zu einem Filmmarathon besonderer Art. Ab vormittags um 11 werden bis Sonntag 60 Beiträge, unter anderem aus den Bereichen Sport, Reise, Natur und Trick, gezeigt. Übrigens, jeder ist willkommen in der St. Ingberter Stadthalle, der Eintritt ist frei. Paranoide Odyssee heißt die erotische Sinfonie des Berliner Beamten Manfred Kleis, 49 Jahre. Er beschreibt seinen Trickfilm als Anatomie des Augenblicks. Nonstop geht es weiter. Abends wird dann über die Streifen diskutiert. Zusammen mit einer fachkundigen Jury, in der auch der SR vertreten ist. Am Sonntag werden die besten Filme ausgesucht. Sie werden als deutsche Beiträge zu den Weltfilmfestspielen im August nach Graz geschickt. Klaus Müllers Videofilm über eine Tierärztin im Saarbrücker Zoo hat beim Bundeswettbewerb bereits eine Silbermedaille gewonnen. Szenenwechsel, alte Kinematographen und Projektionsmaschinen. Die ältesten Stücke stammen aus dem Jahr 1903. Diese Ausstellung macht zugleich auch das Dilemma der Amateurfilmerei deutlich. Der Nachwuchs fehlt, der organisierte Hobbyfilmer ist im Durchschnitt über 40. Ganz klar, die haben mehr Geld für die relativ teuren Geräte und vor allem mehr Zeit, um aufwendige Filme zu drehen. Zum Beispiel die Hebelwirkung des Friseurmeisters Alfred Schrath aus Saarbrücken-Bübingen. 1000 Zeichnungen hat er dafür angefertigt. Sein Thema: auch diejenigen, die am Hebel der Macht sitzen, ziehen einmal den Kürzeren.